Die spannendste Frage ist natürlich, macht es Sinn, ein SUV, was ja höher gelegt ist, dann wieder ein bisschen tiefer zu legen, auf Sportlichkeit zu trimmen, um mit 300 PS damit extrem sportlich unterwegs zu sein? Diesen Spagat will die Marke Cupra mit dem gepimpten Ateca hinbekommen. Sehr geile Sache. Er basiert auf dem Seat Ateca, ist optisch und technisch aber grundlegend verändert worden. Sportliche Attribute, wohin das Auge schweift. Aber macht der Cupra Ateca nur auf sportlich oder ist er es auch? Der Ateca teilt sich ja die technische Basis mit dem VW Tiguan. Die werden auch beide in Wolfsburg gebaut. Und dass die komfortabel können, das wissen wir ja schon. Deswegen interessiert mich jetzt hier besonders bei so einem sportlichen Modell, wie der auf Sportlichkeit getrimmt ist und das Fahrerlebnis. Deswegen gehen wir hier direkt mal in den Sportmodus. Wir haben hier das adaptive Fahrwerk und wir können das einstellen in Komfort, Sport und in dem Cupra-Modus. Man merkt schon, er ist ein bisschen straffer, aber immer noch sehr komfortabel, auch im Sportmodus. Das reicht mir immer noch nicht, deswegen gehen wir direkt mal in den Cupra-Modus. Im Cupra-Modus sind die Lenkungs-, Dämpfer- und Getriebekennlinien direkter. Das ohnehin schon straff abgestimmte Fahrzeug zeigt sich hier von seiner agilen Seite. Auch der 2-Liter-Vierzylindermotor aus dem Hause VW knurrt sonor vor sich hin. Doch der sportliche Sound hat seinen Ursprung am Heck des rassigen Spaniers. Wenn man so ein bisschen vom Gas geht, bei 3.500 Touren ist und dann der Schub im Endrohr ankommt, dann kommen auch so leichte Pröppelbewegungen, also so leicht sportliches Feeling. Das zaubert einem direkt mal ein hübsches Grinsen ins Gesicht. Auf den ersten Metern zeigt sich, dass die Cupra-Jungs ihren Job wirklich ernst genommen haben. Dieses SUV ist ungewöhnlich bissig. Ja, es ist halt einfach krass, wie schnell man hier so ein Überholmanöver auch abschließen kann. Wobei ich gestehen muss, es ist sehr homogen, also die Leistungsentfaltung. Wir haben ab 2000 Touren haben wir das volle Drehmomentanliegen. Das liegt relativ lange an, bis 5200 Umdrehungen. Und man ist so ein bisschen wie am Gummiband gezogen. Und der Vierzylindermotor, der vermittelt jetzt auch nicht die allergrößte Sportlichkeit. Also das sportliche Feeling und der Sound, der kommt natürlich insbesondere durch die Abgasanlage in das Fahrzeug. Außerdem haben wir hier auch das Doppelkupplungsgetriebe verbaut. Das kann ich auch im manuellen Modus hier über die Wippen am Lenkrad schalten. Allerdings muss ich gestehen, ich bin eigentlich ein großer Freund davon, auch im Automatikmodus zu fahren. Einfach weil die Schaltzeiten mittlerweile so gut sind, dass ich da mittlerweile ein sehr großer Freund von geworden bin. Doch nicht nur Motor und Getriebe sorgen für Power und Schalten ohne Zugkraftunterbrechung. Fahrwerk und Lenkung sind der wahre Kern der Sportlichkeit. Doch warum wurde die neue Marke Cupra kreiert? Und wer soll die Cupra-Modelle kaufen? Die Zielgruppe, die die Spanier für den Cupra Ateca ausgemacht haben, liegt genau zwischen den Massenherstellern und den Premium-Herstellern. Also Menschen, denen vielleicht ein klassischer Seat zu profan ist, weil sie einen gewissen Lifestyle verkörpern, die auf Individualität und Ästhetik Wert legen, aber nicht bereit sind, irgendwie 70.000 Euro für einen X2 von BMW oder sowas auszugeben. Besonders jung gebliebene Menschen sollen angesprochen werden, die nicht unbedingt ein Auto wie ihre Großeltern fahren wollen. Mit 43.000 Euro Basispreis könnte dieser Anspruch auch gelingen. Bei rasanten Familienvätern beliebt, von umsorgten Müttern akzeptiert. Also ein Kompromiss, um beim Autokauf allen Entscheidungsträgern gerecht zu werden. Und von den Freunden nicht als Langweiler abgestempelt zu werden. Doch von der Verkaufspsychologie zurück zu den sportlichen Fakten. Beim Thema Handling kommt dem Auto natürlich absolut zugute, dass es ein recht geringes Eigengewicht hat. Da ist natürlich noch spannend, wie die Masse und der hohe Aufbau sich dann in den Kurven verhalten. Allerdings hat man das Fahrwerk noch mal ein bisschen straffer abgestimmt, noch mal zwei Stabis mehr eingebaut.
Also wenn ich hier auch einlenke, mal ein bisschen zu spät, passiert wirklich was. Also jetzt hier zack um die Ecke, ja, der geht messerscharf um die Ecke. Also das ist echt cool zu sehen, wie so ein SUV dann doch wieder ziemlich sportlich daherkommen kann. Das äußerst straffe Fahrwerk sorgt für geringe Wankbewegung in den Kurven. Die ultradirekte Lenkung erfordert gefühlvolles Einlenken. Und die Kombination ergibt ein extrem dynamisches SUV. Mein Fazit zum Cupra Ateca fällt relativ kurz aus. Unter den SUVs gehört er definitiv zu den sportlicheren. Trotzdem bin ich immer noch nicht der größte Freund von SUVs, aber ich bin ein Riesenfan von sportlichen Autos. Und da hat die Marke Cupra in Zukunft auch noch ganz andere zu bieten. Wir dürfen also gespannt sein, wie sportlich demnächst Cupra, Ibiza, Leon und Co. werden.